Die Navigation im Bild. Die üblichen Digitalkameras liefern ja monströs große Bilder. Die kriegen Sie nicht Pixel für Pixel auf den Bildschirm. Hier sieht man so schön, ich bin gerade bei 12,5% Ansicht hier. Ich gehe mal auf 100%. Das wären jetzt Bildschirmpixel gleich Kamerapixel, wo man dann schon sieht, dass die Kamera nicht ganz so prickelnd ist. Hier dieses Gelbe von dem Schild strahlt irgendwie über in das Grün von dem Laub. Hier sieht man eine rote Kante. Das kann alles nicht so ganz hundertprozentig sein. Da sieht man schon die Kamerafehler, wenn man auf 100% geht. Sie können sich die Pixel auch, wie soll ich sagen, Sie können die Pixel auch per Handschlag begrüßen. Wenn Sie hier auf 800% gehen, dann wird jedes Pixel der Kamera 8x8 Pixel in diesem Bild groß. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man wirklich mal ganz genau editieren will. Ich gehe mal wieder hier zurück auf 100%. Die Übersicht ist verloren. Mein Bild ist monströs groß und ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Eine Möglichkeit ist hier auf diese, wie soll ich das nennen, auf diese Windrose quasi zu klicken. Dann sehen Sie so eine kleine Ansicht des Bildes und können darin verschieben, wo denn der sichtbare Ausschnitt ist. Eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit, Sie gehen hier in das Ansichtmenü. Das wird immer so weiß, dass man es da nicht sieht, das ist blöd. Sie gehen in das Ansichtmenü und da ins Navigationsfenster. Da haben Sie dasselbe einmal hübsch und können dann hier diesen Ausschnitt über das Bild ziehen, einstellen, ob mehr oder minder stark da reingezoomt werden soll. Das ist ganz hilfreich für große Bilder. So, das zur Navigation. Das erste, was man wahrscheinlich versucht, ist einfach zu malen. Sie sehen hier so ein paar Malwerkzeuge. Das übliche wäre hier der Pinsel. Na schön, kann ich reinmalen. Braucht man den Pinsel in der Praxis an dieser Stelle eigentlich nicht. Typischerweise wird man jetzt nicht anfangen, da selbst reinzumalen. Aber ich führe es trotzdem mal vor, wenn Sie hier auf die obere Farbe klicken, können Sie die Vordergrundfarbe einstellen, ähnlich wieder wie in Inkscape. Rot, Grün, Blau oder HSV heißt es hier, nicht HSL. Also sagen wir Hälfte von dem Maximum Blau, Hälfte vom Maximum Grün und volles Rot. Dann haben wir anscheinend so ein Pink oder Sie nehmen hier volle Sättigung. Das ist der obere hier, eine knallige Farbe, keine graue oder weiße Farbe. In V ist es eher schwarz oder ist es eher leuchtend, machen wir vielleicht mal in der Mitte und hier das H, U, der Farbwinkel. Übrigens sehen Sie hier, der Farbwinkel läuft tatsächlich bis 360 Grad, bei Inkscape bis 255, hier läuft er wirklich bis 360 Grad. Hier gehen Sie durch den Farbkreis durch. Zwei Möglichkeiten, dasselbe einzustellen. Die oberen drei sind eher so, wie man sich Farben vorstellt. Farbkreis, Sättigung, Helligkeit und die unteren drei ist dann so, wie es gespeichert wird. Roter Kanal, grüner Kanal, blauer Kanal. Wenn alle auf Null sind, wird es schwarz. Wenn Sie voll Rot haben, voll Grün haben und voll Blau haben, dann wird es weiß. Und hier gibt es noch ein paar Voreinstellungen und es gibt noch andere Möglichkeiten, tausend Sachen. Ich stelle mal irgendwas ein. So, das wäre die Farbeinstellung und dann können Sie damit auch malen. Hier ist ein bisschen eng auf dem Bildschirm. Ich ziehe ihn vielleicht mal nach oben, ja, den Werkzeugkasten. So, hier kann ich sagen, wie stark das denn decken soll. Ich möchte vielleicht nicht hundertprozentig malen. Hier sehen Sie, der Hintergrund guckt durch, Transparenz. Gab es in Inkscape ja auch, aber dafür Vektorgrafik. Hier jetzt Transparenz für meine Pixel, die ich drauf male. Es werden also wirklich die Bildpunkte, über die ich hier male, leicht grün eingefärbt. Er merkt sich nicht die Figur. Vielleicht das nochmal als Unterschied. Er merkt sich nicht die Figur, die ich zeichne. Er merkt sich Bildpunkt für Bildpunkt. Zoom auch mal rein. Mehr. Er merkt sich Bildpunkt für Bildpunkt. Ah, das ist hier jetzt so ein eher dunkelgrün und das ist ein schwarz und das hier, dieser hier ist eher so, keine Ahnung, ocker, schwer zu sagen im Zusammenhang. Das merkt er sich an der Stelle. Er merkt sich nicht den Verlauf der Kurve hier, mathematisch. Das wäre ein Job für ein Vektorgrafikprogramm. Deckkraft, dann können wir das Werkzeug einstellen. Soll es riesengroß und weich sein, dann nehmen Sie den hier.
gar nicht so groß geworden, soll es relativ groß sein mit weichem Rand. Sie sehen, dass das hat einen weichen Rand. Soll es einen harten Rand haben? Der hat einen harten Rand. Soll das ein völlig aberwitziges Muster sein? Man kann diese auch selbst definieren, führe ich jetzt nicht vor. Wenn Sie viel Zeit haben, gucken Sie sich an, wie Sie selbst Muster definieren können. Dafür liegt hier was drauf. Manchmal ist dieser größte Pinsel noch etwas klein. Man kann hier skalieren. Man kann einfach raufdrehen und sagen, ach, das macht doch mal 10-mal so groß, wie es original ist. So, now you're talking, wie wir so sagen. Das wäre mal ein Pinsel zu malen. Und dann gibt es hier noch so ein paar ganz schräge Sachen. Paprika. Mieter ist schon rum, wenn Sie unbedingt ein paar Paprika brauchen. Ist jetzt vielleicht nicht so hilfreich in der Praxis. Man kann einige lustige Effekte mit sowas veranstalten. Sie sehen, dass jetzt hier mehrere platziert, aber in verschiedener Größe. Feuerwerk. Diese Figur wird in verschiedenen Größen platziert und immer ein bisschen daneben platziert. Dann hat man plötzlich solche Effekte. Ein Malpinsel. Analog gibt es hier, ich schalte das mal wieder zurück. Wir können Unsinn machen. Ich schalte das mal wieder zurück. Analog gibt es hier die Airbrush. Sie sehen, mit der Airbrush, die funktioniert wirklich wie beim Künstler. Wenn Sie mehrmals über dieselbe Stelle gehen, wird es dicker. Der Pinsel trägt immer dieselbe Farbe auf. Auch wenn ich auf Transparenz schalte, wenn ich hier sage 50% transparent beim Pinsel, muss man woanders hingehen, und ich male nochmal drüber, sehen Sie, das wird nicht dicker. Beim Pinsel können Sie malen und malen und malen, es wird nicht dicker. Ich lasse die Maustaste los und male nochmal. Dann wird es dicker beim Pinsel. Aber in einem Zug malt der Pinsel nur ein und dieselbe Farbe. Die Spritzpistole hier, Airbrush, die funktioniert, da sieht man das da, hier sieht man es besser. Die funktioniert anders. Da können Sie mehrmals drüber malen und dann wird es dicker. So. Eine Sache, hier gibt es noch 1000 Einstellungen, will ich alle nicht erzählen. Eine Sache muss ich noch erzählen für den Pinsel, sage ich das mal hier, der Modus. Wie wird gemalt? Sie können zum Beispiel sagen, ich muss mal gerade auf die weiße Fläche gehen. Sie können zum Beispiel sagen, ich wähle hier mal ein Grau. Ein vernünftiges Grau, ja. Sie können zum Beispiel sagen, ich möchte beim Malen nicht normal malen, das ist hier Modus, sondern ich möchte, wie mache ich das jetzt mal auf dem kleinen Bildschirm, so, ich möchte nur abdunkeln. Sie sehen, es gibt noch 1000 andere, können Sie alle mal ausprobieren. Ich möchte nur abdunkeln. Das heißt, er malt jetzt nur da, wo das Bild durch das Malen dunkler wird. Er malt nicht da, wo das Bild durch das Malen heller wird. Er malt nur da, wo das Bild dunkler wird. Das muss ich jetzt einmal vorsichtig im Kopf hin und her. Hier müsste er jetzt malen. Wenn ich da male, ja, wird er dunkler. Wenn ich jetzt aber über das Schwarze gehe, malt er nicht mehr, denn da wird es ja nicht dunkel. Das ist ein ganz billiger Trick, wie Sie sauber über den Rand kommen. Sie sehen, er malt hier nicht rein, er malt da nicht drüber, weil das auf nur abdunkeln steht. Er malt nicht in Farben rein, die sowieso schon dunkel sind. Ich mache mal vielleicht Stoß. Nochmal wieder zurück, der Normalmodus. Huch. Normalmodus, damit man den Unterschied sieht. Das wäre der Normalmodus. Sie malen, malen und malen überall. Und dem hier, das Fenster ist ja doch eher klein, in dem nur abdunkeln, malen Sie nur da, wo die Farbe durch das Malen dunkler wird. Ein netter Modus, dann gibt es Möglichkeiten, das ist vielleicht noch spannend, Farbton, ich male nur den Farbton, nicht die Sättigung, nicht die Farbe. Ich bestimme nur, ob es rot ist oder grün ist oder blau ist. Ich sage aber nicht, ob es hellrot oder tiefrot ist und ich sage auch nicht, ob es rosa ist oder, was haben wir sonst noch, so ein fahles Grün oder ein echtes Grün ist. Ich bestimme nicht die Sättigung, ich bestimme nicht den Wert, wie das so schön heißt, also mehr oder minder die Helligkeit, sondern vielleicht nur mal den Farbton mal. Und dann nehme ich hier mal
ein schönes Blau. Und das heißt, alles, was ich jetzt male, wird blau, behält aber die Helligkeit und behält den Wert, wie es hier so schön heißt, Value, V. Wir sehen, wenn Sie weiß-blau malen, weiß, bleibt es weiß. Jetzt gehe ich über das Rote mal rüber und dann wird das blau. Das heißt, Sie können nachträglich zum Beispiel jetzt ganz simpel dieses Schild ummalen, dass es einen blauen Rand hat. Er ändert nur die Farbe oder wenn die Blätter hier nicht schick sind. Sie sehen, er nimmt die Sättigung auch. Das ist keine hohe Sättigung. Das ist ziemlich grau, was da so rüberkommt hier. Und entsprechend wird dann dieses Blau, was ich eigentlich angewählt habe, auch blau, auch graulich. Hier dieses Grau. Das kriegt noch eine Stichfarbe rein, aber da ist so wenig echte Farbe drin, dass das kaum umfärbt. Eine von 1000 Anwendungen, muss man alle mal durchklicken, unbedingt mal selbst angucken. So, das zu den Malfunktionen. Radierer versteht sich von selbst, genauso, aber umgekehrt, mit der Hintergrundfarbe. Ah, eine Sache, die nicht im Skript steht, die ich aber erzählen soll, fällt mir ein. Wenn ich so male, habe ich so Freihandlinien. Man kann auch gerade Linien erzeugen. Einmal klicken, Shift-Taste, also die Umschalttaste groß-klein und dann klicken. Dann zieht er in Strich da durch und weiter klicken, klicken, klicken. Das passiert, wenn Sie die Umschalttaste drücken. Ohne Umschalttaste wird einfach gemalt, Freihand. Wenn Sie aber eine gerade Linie verfolgen wollen, einmal hier klicken. Ah, das ist noch sehr geschickt, da sieht man jetzt nichts. Ich mache das mal hier. Einmal hier klicken. Shift-Taste, Umschalttaste heißt das, da oben klicken, dann haben Sie eine gerade Linie da lang. Manchmal ganz hilfreich. Okay, das zu den Malwerkzeugen.